Schönen guten Morgen, ihr alle seid. Es ist mal wieder Zeit für eine Runde Quinch. Heute wird's mal wieder Quinch. Heute gibt's mal wieder was zu lachen oder zu kauen. Hau mal rein. Also Leute, hinter mir, das ist der Malte, ne? Kennt ihr ja bestimmt vom Alternativ. Ja, er hat mal wieder ein neues Video rausgebracht vor 4 Stunden und das möchte ich mir heute mal mit euch ein bisschen zusammen angucken und mal sehen, was da heute mal so los ist, ne? Wir bauen mal rein, also, naja, wir werden, glaube ich, ein bisschen lachen, aber ein bisschen viel vielleicht, wir werden mal sehen. Mal rein, Leute, ach, ich muss erst mal wegstellen hier, mein 5-Flugsimulator, den brauche ich jetzt heute Abend nicht. Der stört hier nur ein bisschen im Weg. Deswegen mal ein bisschen beiseite. Muss ja noch nicht sein, dass wir hier alles. Oh. Ups. Meine Bürger. Braucht nicht sein. Und nicht mehr heute Abend. So, dann schauen wir mal rein, Leute. Was könnte nur passieren, wenn man den Hochdrucktopf vergisst auszumachen? Alter, das wird richtig viel bringen. Wenn man dann, wann hat denn ein Paket da drüber gehalten? Guck mal, wie die alte Dame raucht, Alter. Das bin ich nach 2 Treppenstufen drin. Alter, und überall ist es voll. Das ist doch eine Situation, ne? Als Mann ist das nicht leicht. Warum bin ich hier auf einer Leica-Werbung? Hör mal auf. Ich muss meinen Topf wieder angucken. Hör mal auf, Alter. Also ich würde sagen, der geht gleich in die Luft. Alter, was will ich mit Leica? Die Q3 kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, sind das die Aufnahmen der letzten Sekunden in der Titan? too early, ich entschuldige mich. Ist ja so eine schöne Jägersoße, ne? Überall. Schön Schnitzelchen gemacht. Und überall ist es voll. Honestly sieht es genauso aus, wie wenn ich normalerweise koche. Es ist immer an der Wand. Und das verstehe ich nicht. Ich mache das doch genauso wie Janine. Warum ist es bei mir... Überall. Man nennt mich auch den Karnevalskoch. Also überall. Überall wird's hingeschmissen. Die Dinger sind ja dafür gebaut, dass das passiert. Warte, ich muss mal auf meine Kamera ein bisschen. Ich glaube, meine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Leute, weg. Die ist gleich. Leute, ich muss mal kurz hier meine Kamera. Hier stimmt doch was nicht. Einsaften. Kurz deaktivieren, wieder aktivieren. Sind wir noch nicht da? Okay. Muss ich kurz mal die Kamera wieder aktivieren? So, Kamera. Da bin ich wieder. Ja, Leute, da war mal kurz, weil ich gerade rübergesnitcht bin, das war ein bisschen blöd. Oh, hoffentlich hat das keiner geklippt hier. Egal, weiter geht's. Oder? Oben ist halt, wenn es innen drin zu krass wird. What could go wrong eating wall cotton? Ist das Glaswolle zum Isolieren? Nee, das sollte man echt nicht essen. Fiberglas, ja. Oh mein Gott, sie realisiert gerade, das ist wirklich okay. Eine Idee, ja? Und die Dame
im Hintergrund hat sie einfach so krass gerettet. Wenn du eine gute Freundin, die sagt, Alter, du frisst einfach gerade Fiberglass. Du hast quasi das ganze Internet im Mund. Ey, wirklich, da wird der Durchfall rot, wenn du das isst. Malte, ich glaube nicht nur der Durchfall. Ich würde eher sagen, bei den Glassplittern, die da drin ist, ich würde mal sagen, der Hals, der Magen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich glaube, das ist sehr unförderlich für die Verdauung. Das ist für eine ganz schlechte Idee. Ist ein bisschen so wie Alpina Weiß zu trinken. Sieht vielleicht aus wie ein leckerer Pina Colada, so eine Basis für einen schön sahnigen Cocktail. Ist aber nicht gesund, meine Damen und Herren. Ja, wir essen hier nichts, was nicht gegessen werden soll. Das machen wir auf Feierabend. Unser guter Kanal übrigens. Sehr guter Kanal. Ich verlinke ihn euch. Ihr solltet euch den angucken. Da testen wir alles Mögliche. What could go wrong? Messing around with jet skis. Analysieren wir doch diese Situation, bevor YouTube sagt, nein. Da fahren zwei. Okay, bevor Malte das analysiert, analysiere ich das mal mit euch. Ich würde sagen, das Motorboot ist etwas schneller auf dem Fluss. Jetski ziemlich leicht und eine wahnsinnige Bugwelle. Oder Wasserverwirbelung vielmehr hinterm Schiff. Ich würde sagen, der legt sich gleich ordentlich ins Wasser. Zwei Jetskis aufeinander zu und die kuscheln jetzt. Ja, das nennt man Kuscheln übrigens, aber sehr hartes Kuscheln. Naja, die haben sie geht es allen Leuten gut und das sind ja professionelle Warte mal. Und Mensch, wo ist die Stelle? Doch, die haben sich geknutscht. Die haben sich geknutscht. Autsch, ich glaube, das tat weh. Ja, das nennt man Kuscheln übrigens, aber sehr hartes Kuscheln. Naja, zum Glück geht es allen Leuten gut und das sind ja professionelle Stuntmänner, haben wir ja vorher schon besprochen. Aber das solltet ihr natürlich zu Hause nicht nachmachen, ne? Weil das ist, wenn ihr zu Hause einen Jetski habt, eine schlechte Idee. Ich glaube, die haben jetzt einen Schaden. Da muss man den Wendekreis immer im Hinterkopf behalten. What could go wrong if we carry this smart TV on a motorcycle? Ich möchte es nicht sagen. Aber kann es sein, dass das die aerodynamischen Fähigkeiten eines Fahrzeugs eventuell einbüßt, wenn man da mit so einem 65 Zoll Segel auf dem Motorrad sitzt? Und wenn der einmal Gas gibt, die Schwerkraft, die jagt ihn nach hinten runter, das Ding ist Schrott. Wenn er zu schnell fährt, eine Windböe, das Ding ist Schrott. Dann machen das auch Matsch, aber kommt auf selber raus. Ob das so eine gute Idee ist? Nee, ich weiß ja nicht. Ohne! Warum hat er keinen Helm auf? Entschuldigung, da kommt der Deutsche in mir raus. Ohne Helm zu fahren, ist geisteskrank dumm. Ja, wir wissen doch schon, was passiert, oder? Oh nein. Da kommen sie schon ins Eiern? Warum hat er seinen Fuß runter gemacht? Niemals den Fuß runter machen. Vor allem nicht als Beifahrer. Niemals den Fuß runter machen. Das ist der langsamste, unprofessionellste. Das ist ja nicht mal ein Fall. Okay, aber das Ding hat garantiert trotzdem einen Schaden. Ich glaube, das Ding ist sein Geld nicht mehr wert. Fall gewesen, das war hinlegen. Das ist so sehe ich abends aus, wenn ich ins Bett will und im Dunkeln da durchs Schlafzimmer torkel. Aber es ist ein Mann, der das Cinema noch so ehrt. Guck mal, er rollt sich sogar so ab, dass der nicht kaputt geht, der Fernseher. Da ist nichts passiert und sein Typ ist einfach nur so, oh mein Gott, ich habe hier noch den... Da ist nichts passiert. Ey, die scheiß Ecke war hochgebogen, weil er versucht hat festzuhalten. Leute, womit zeige ich das denn? Ah, hier. Ich habe hier so ein schönes Lieflein, ne? Du, der ist so gekippt und hat dabei hier die Ecke hochgerissen. Beim Aufkommen. Das Ding ist Schrott. Das Ding hat garantiert einen Sprung weg. Naja, okay, wenn es gut verpackt ist, dann nicht. Aber im Normalfall? Man kennt's, ne? Halben Einkauf in meiner Plastiktüte und du fällst hin.
trying to look cool. Alter, das ist einfach Jasmin. Bam! Ja, sie einfach hier Full Strike rein. Jetzt. Und jetzt Auge verloren. Oh. Krank aus. Nein, der geht's natürlich gut. Da ist nichts passiert. What could das go wrong? Trying to skateboard while singing at a rock concert. What? Ich meine, was ist da der Plan? Ich meine, er hätte doch eh nur bis zum Satankreuz hier unten fahren können, oder? Mehr ist nicht drin. Danach kommt Schotterpiste. Warum hat er das gemacht? Das ist doch auch keine Bühne. Oh, wir haben hier eine Bühne gebaut. Kiesel. Er war ganz schön blöd. Blöde war das. Blöd. Nehmen wir das. Kann ich mir mal in die Kommentare schreiben, wie man blöd schreibt? Das war so ein Plan. Ich hab's vielleicht verloren. So, was könnte passieren, wenn man zu viel Luft, wenn man zu viel bläst quasi in seinen Reifen? Es steht übrigens, wie viel Bar man braucht, steht in der Gebrauchsanweisung. Es steht auch bei der Titan, stand es auch drauf. Bei meisten Autos steht es entweder vor der Tür aufmachen, Fahrerseite. Wer steht neben der Türverriegelung, da wo die Tür dann einrastet, da dran. Oder beim Rahmen selber, bei der B-Säule, ober und oder unterhalb halt des Verriegelungsstiftes. Irgendwo ist ein Aufkleber dran, nachdem wie viel Druck du da hast im wenn du ganz normal oder wenn du voll beladen fährst, ne, also besteht irgendwo, immer. Also man hat einen Aufkleber abgerissen. Oder überlackiert. Kommt auch vor. Too early. Ich entschuldige mich. Und ich würde sagen, der Reifen platzt gleich. Kann man ja seinen Reifen aufboosten und dann macht er einfach pff, 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 hör mal auf, hör mal auf, pff, hör auf. Ja, und irgendwann sagt der Reifen dann Sayonara, ne? Dem geht's gut, da ist nichts passiert. Das Auto mochte das nicht, aber da... Ich weiß nicht. Nicht cool. What? Kostet garantiert paar hundert Euro. Oder ein paar tausend. Dafür, dass das der Reifen gehört. Also bei Dacia wäre es ein paar hundert Euro, beim BMW wären es ein paar tausend Euro. Einfach erklärt. Deutscher Hersteller gleich teurer. Platzt ist, finde ich wenig Damage. Echt, wenn du wirst von einem Top-Lane gegankt, wie ein Teleport, die steht 11-0. Und die one-shottet dich nicht. So ist das Gefühl für mich gerade. Weil der kommt ja weg, so easy peasy. Was machen die da? Warum fährt da... Jetzt mal ehrlich, kann mir jemand erklären, was die da machen? Warum ist da ein Typ mit einer Schaufel und einem Kabel und einem Seil? Und warum hält der andere Typ das fest? Ich meine, der verbrennt sich doch ja. Ja, es ist nämlich... Da habe ich es schon gesehen. Was passiert, wenn es sich komplett abrollt? Der Anik. Ja, das kommen sehen. Nichts passiert. So, 404 Load Securing not found. Wieso? Hier ist doch hier. Das sind doch die Bänder, mit denen man das zusammen macht. Warum sind die? Also Leute, ich habe ja schon viel gesehen. Sehr viel. Und ich sag mal so, ich bin ja auch selber Berufskraftfahrer. Ich habe sogar einen IHK-Abschluss als Berufskraftfahrer. Und ich bin auch schon zig Jahre selber gefahren. Ne? Hab auch sowas transportiert. Das würde ich sagen, ist ungesicherte Lage. Ey, du siehst das im Spiegel, dass die Gurte da rumhängen. Ganz ehrlich, du siehst es. So zu fahren,
ist vollkommen verantwortungslos. Ich hatte die Ware unter Plane. Das heißt, die Gurte waren eigentlich faktisch gar nicht zu sehen. Aber trotzdem hast du es. Du hast es gehört, wenn so ein Ding gerissen ist. Du hast es auch gesehen, wenn so ein Ding gerissen ist. Wenn du so eine Ladung transportierst, ob offen oder unter Plane, du musst wenigstens jede Pause einmal kontrollieren, ob die Gurte drin sind. Weil das kann so böse ins Auge gehen, wenn sowas ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ja nicht nur eine Gefahr für dich selber, das ist ja auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Du musst dir bloß mal vorstellen, ne, du fährst mit so einer langen Ladung, nicht gesichert oder unzureichend gesichert. Und du musst bloß mal hier so ein bisschen Zickzack fahren, ne? Oder weil deine Oma gerade auf die Straße läuft oder ein Kind. Die Ladung, die fährt dann aber nicht so. Die macht dann den hier, während dein LKW nach da wegfährt. Die Ladung geht nach da weiter und da steht dann das Kind. Dann ist das Kind platt. Und ich sag mal so, ich möchte nicht erleben, wenn ein Kind von der Ladung platt gerollt wird. Tut mir leid, das kann ich nicht akzeptieren. Sowas, nein, das geht nicht. Tut mir leid, aber nein. Im Bund. Wo ist die Ladung? Ist die Ladung hinten? Oh. Herr Lehrer, Da. kann es. Habt ihr gesehen? Das sind doch die Bänder, Wenn mit denen man man nur mal das ein ganz zusammenmacht, klein warum sind die wenig. im Bund? Wo ist die Ladung? Ist die Ladung hinten? Oh. Da. Seht ihr das? Die ist ins Fahrerhaus rein. Die hat bei ihm das ganze Bett zerstört. Oh, Bewährungsstahl. Ja, guck mal, wie er gesichert hat. Gar nicht. Hätte sich damit selber aufspießen können. Gut, dann wäre es nur er gewesen, ne? Und jetzt kein Unbeteiligter. Aber trotzdem, nein. Deswegen, Leute, achtet auf eure Ladungssicherung. Herr Lehrer, kann es sein, dass ihm beim Bremsen so ein bisschen Metallstab hinten reingeflutscht ist? Da muss man, je nachdem, was man am Tag vorher gemacht hat, ne, da merkt man das gar nicht. Kennen sowas. Oh, das ist ja wirklich passiert. Ein Wunder, dass er noch gelebt hat. Obwohl, das ist ja unterm Sitz durch, ne? Ein Wunder, dass er überhaupt noch eine Beine hat. Ach du Schei. Ja. Nee, Leute, sowas geht nicht. Deswegen Ladungssicherung ist sehr wichtig. Vor allem bei so einer Ladung. Versucht noch irgendwas davor zu machen. So eine, im Prinzip so eine Art Trennwand. So eine Stirnwand davor zu stapeln. Und wenn das eben nur mit Paletten fest und davor eine Holzwand genagelt, das alleine kann schon ordentlich Kraft bei sowas rausnehmen. Dann passiert schon mal ein bisschen weniger. Dann kann die Ladung nicht mehr so direkt nach vorne rutschen. Richtig ran da, dann hat sie kein Spiel mehr. Und schon ist er etwas stärker gesichert. Der hat ja noch nicht mal eine Schutzwand gehabt da. Das war ja im Prinzip bloß so ein flacher Auflieger und dann, ja, holla die Waldfee. Alter Falter. Leute, Leute, Leute. Wir haben noch nicht mal die Hälfte durch. Und ich reg mich über das eine Video mehr auf als über alle anderen bis jetzt. Wo soll das heute noch enden? Haut mal noch ein paar Videos in die Vorträge hier. Das ist ja vorne rein. Das ist vorne durch. Wie passiert denn Runter sowas? getroffen. Das guckt vorne raus? Der Duncan ist aber ein bisschen dumm gefahren. Der ist irgendwo gegen den Rach.
Der ist irgendwo draufgefahren. Weil da so weit kann der Stahl gar nicht durchgegangen sein, weil davor ist noch der Motor, noch den Motor gebrochen müssen. Das ist Final Destination. Ich sag's euch, ich hatte immer Angst, dass so ein Baumstamm irgendwie vor dem LKW vor mir wegfällt. Ja, und warum? Zu Recht, Alter. Zu Recht, weil hier Jürgen irgendwie, oh, das muss man nicht festmachen. Nein, Jürgen, man muss das festmachen. Sonst kriegen nämlich kleine Kinder wieder Malde Angst. Was könnte passieren, wenn man sein Auto laufen lässt und nicht abschließt und scheinbar in die Tankstelle geht, um sich was zu holen? Lass mich raten, es wird geklaut. Niemand hätte damit rechnen können. Also nicht, dass ich das gutheißen würde, aber dem wurde einfach sein Auto geklaut, weil er dumm ist. Ich meine, wer lässt denn sein Auto laufen? Müsste man das nicht einfach ausmachen, so auch aus, ich will es nicht sagen, aber aus umwelttechnischen Gründen? Na gut, ich habe das Auto auch schon ein paar Mal angelassen. Allerdings, da saß immer noch ein Beifahrer drinnen. Von daher alles gut. Aber er hat recht. Aus umwelttechnischen Gründen. Auto ausschalten, Auto verriegeln. Safety first. Weil sonst, er fährt nachher beim Flüchten von der Tankstelle noch jemand über. Deine Versicherung muss zahlen. Und dein Auto ist weg, dein Auto ist kaputt und du hast dann vielleicht noch. Wollen wir nicht weiter drüber nachdenken? Bringt nichts. Nee, mein schöner Wikinger. Nee, mein der Wikinger. Juhu. War ein bisschen grell, ne? Egal. Einfach so. Was könnte passieren, wenn man gegen einen Bären kämpft? Nee, wir müssen nicht alles heute angucken. Was könnte passieren, wenn man im Pool chillt und eine große Welle ein. Ich würde sagen, wusch! Wir müssen heute nicht alles auch erfahren. Wir machen noch so, dass das letzte Bild. Das ist das letzte. Das ist das letzte Bild. Ich meine, das Typ. Da passiert doch gar nichts. Actually Nein. passiert da nichts, das können wir zeigen. Zum Glück ist nichts passiert. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so eine halbe Tsunami eingebaut. Wir machen weiter. So, was könnte passieren, auf der falschen Seite zu überholen? Das klingt doch family-friendly. Ich hasse Leute. Ich hasse Leute, die drängeln beim Autofahren. Und ich hasse Leute, die so gestresst sind. Ist doch alles kein Problem. Aber die Leute versauen mir den Spaß am Autofahren. Ich sage immer, ich habe keine Lust, Auto zu fahren. But nichts passiert, also nichts Schlimmes, nur hoffentlich Schaden am Fahrzeug. Aber solche Leute versauen mir einfach, die stressen mich so, wenn die so. Ja. Und warum? Das war völlig unnötig. Warum? Warum? Ja, Malte, das war unnötig. Aber manche Leute. Ich habe doch Freundlichkeit. Ich habe mich doch nicht. Ich muss mich kurz geben. Ich bin heute mal pünktlich losgefahren, pünktlicher wie sonst. Ich komme aber trotzdem 5 Minuten zu spät auf Arbeit an. Mensch, dann fahr doch noch früher los, Leute. Dann braucht ihr nicht rasen. Alter. Aaron, warum musst du das tun? Es gibt keine Erklärung. So sieht Sonnencreme aus unter einer UV-Kamera? Ich meine, macht Sinn, ne? Aber ist schon crazy irgendwie. Ja, die absorbiert ja dann die UV-Strahlung der Sonne. Deswegen, das, was jetzt hier dunkel ist, da absorbiert die Creme halt die UV-Strahlung. Da wirst du zwar braun, aber du verbrennst dich schlechter. Nach einer gewissen Zeit trotzdem, aber deine Haut hält länger durch. Und die Seite hier ist halt ohne Creme und das ist halt funktionsweise eine UV-Creme. Könnte man auch wirklich einen falschen Eindruck kriegen, ist irgendwie so Blackfacing oder so. Aber ist cool. Muss sagen, also mir strahlt ja die Sonne wirklich innerhalb von 3 Millisekunden ein Melanom auf die Fontanelle, wenn ich mich nicht eincreme. Deswegen finde ich das gut, dass wir hier Aware machen. Denkt auch immer dran zu trinken, auch im Winter, Kinder. Snakehead! Was passiert da? Was machen die? Ist es ein Kuchen? Ist es ein Kuchen? Ja, denn aber. Hä? Was? Harry Potter! Du bist ein Magier.
wirklich gleich kommt so ein großer Riese auf einem Motorrad an. Wie zum Geier geht das? Wie zum Geier soll das funktionieren? Und sagt, du kommst jetzt mit nach Hogwarts, ist irgendwie weird, oder wenn man Harry Potter ist komisch. Ist komisch, wenn man drüber nachdenkt. Das ist krass. Das ist doch das Assassin's Creed Logo, das fällt da einfach runter. Und dann. Das ist ein bisschen eklig auch. Und Leute fragen mich, warum ich keine Tauchschauen machen kann. Stell dir vor, da kommt so eine RGB-Kugel angefahren. Das ist doch Razer! RGB, das ist schneller! Das ist krass. Muss ich sagen, das hat mir gefallen. Oh, laminarer Fluss mal wieder, Leute. Wir lieben das hier auf diesem Kanal. Das ist gut, das ist gut. Das fließt übrigens, das fließt. Das ist cool, sehr cool. Invisibubble. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das ist so der letzte Tropfen, der immer darauf wartet, in die Hose zu gehen. Männer wissen, wovon ich spreche. Frauen, die mit Männern zusammenwohnen, auch, wenn sie die Wäsche ab und zu machen. Ich mache bei uns übrigens die Wäsche. Janine muss abhängen, ich muss aufhängen. Und zum Aufhängen muss ich es erstmal waschen. 5 Squares to 4 Circles. Okay, also wir haben 5 Quadrate. Und wir machen jetzt 4 Kreise draus. Ich will... Das nennt man optische Täuschung. Was? Ja, Malte, so habe ich auch gerade geguckt. Nee! Hör mir mal auf, Alter! Es ist 8.51 Uhr! Damit kann ich doch morgens noch nichts anfangen! Ey, Perspektive ist so Perspektive. Das nennt man Optik. Das ist, ja. Leute. Also, das ist, ja. Lassen wir das Thema, das ist schwer zu erklären. Perspektive! Es ist alles eine Frage der Perspektive. Da muss man nicht Julian Bam gucken, da kann man auch hier 55 Sekunden TikTok gucken. Ich bin fertig mit den Nerven. My Plasma Lamp, while turned off, will turn on when I hit a certain key on my piano keyboard. Warum ein D? Ist ja krass. Die mag den D. Ich weiß nicht, ob das ein D ist. Kann so irgendwie mit der Tonfrequenz zusammenhängen? Oder wurde da getrickst? If this is real, how is it possible? I don't even care, I don't know where this is. Italy there maybe? Warum läuft im Hintergrund denn die fucking Interstellar-Musik? Das habe ich jetzt bei so vielen Memes gesehen. Ich bin alt. Ja, es ist so, ab 30 ist man alt. Ich sehe die ganze Zeit Memes und im Hintergrund läuft die Interstellar-Musik. So, die reden über Relationship Goals und im Hintergrund kommt einfach Hans Zimmer. Warum? Denkst du denn, ihr seid so deep? Denkst du denn, dieses Video, wo ein Typ Geogesser spielt, macht er gut? Ist so deep, dass man diesen Soundtrack braucht? Die fliegen da ins Weltall, um die Menschheit zu retten. Der spielt Geogesser. So, wir haben hier einen Batman. Nee, jetzt hört doch auf mit eurer Scheiße. Hier kann man auch direkt sehen, ne? Hier der Bogen, da der Bogen. Die siehst du hier. Hier siehst du die vier Wellen. Die siehst du hier auch. Optik. Perspektive. Optische Täuschung. Was ist es denn jetzt? Batman? Ja, natürlich, das macht Sinn. Aber
Warum ist es ein Superman-Logo? Da ist ein Batman-Logo. Was für einen Keks stampfe ich mir jetzt aus? Das ist doch die einzige Frage, die das Internet noch interessiert. Und kann man den Hund streicheln? Oh oh, I've made an error in the colouring of these birds. Obviously, the flamingo should be pink and the parrot, well, that should be green. Sollte pink sein, das stimmt. Weird thing. Your brain can correct it. Okay. You'll be amazed, and it'll take just a second to do it. Okay, wir können das korrigieren. Do it, stare hard at the letter X, the cross on the flamingo's neck there. Okay, wir dürfen nicht blinzeln, wir müssen aufs X gucken. As you're doing this, the color of each bird is fatiguing the cones, the color sensors on your retina. In a few seconds, I'll drain all of the color from Sorry, ich muss blinzeln. They'll glow pink. Ja, mach mal. Glow green. Alter, meine Augen brennen. Amazing thing is that ich hab Heuschnupfen, Digga. Da, es ist pink bei mir. Er war tatsächlich pink. Augen. Ja. Ja, der war pink. Der Papagei war grün. Augen sind so geil. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, Leute, also das war super. Hallo Leute, schaut doch gerne mal bei ihm vorbei, ne? Er ist cool. Wir können ja gerne mal so ein paar live machen, wo wir dann auf eure Videos ein bisschen ja reagieren und dann schauen wir uns das mal an. Also mal ganz ehrlich, das ist schon eine dolle Nummer. Okay. Nach diesem Video brauche ich erstmal also mir raucht der Kopf. Da waren schon ein paar kuriose Stellen mit drin, ne? Hier. Also er blendet ja nachher zum Schluss aus, ne? Da. Und wenn ihr euch erst die ganze Zeit so drauf konzentriert, dann ist plötzlich der Flamingo wirklich rosa und der Papagei grün. Das ist dann halt so eine. Ja, optische Täuschung. Genauso wie hier das mit dem Batman-Symbol und Superman da. Das war auch eine geile Aktion. Aber wo war das jetzt hier? Da. Das mit dem Telefon. Das verstehe ich nicht. Wie das gehen soll. Guck mal, er schneidet das. Was machen die? Ist es ein Kuchen? Er schneidet das genau da durch. Glaube ich, hier oben war der Akku oder da? Müssen wir mal gucken. Ist es ein Kuchen? Also, Akku ist ja außen. Licht ist ja aus. Ja, denn. Hä? Was? Harry Potter! Du bist ein. Deswegen, also. Wie geht das? Da war irgendwo ein Trick dahinter. Da muss ich mal schöscherieren und dann mir das alles durch den Kopf gehen lassen und dann, ja. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst mal ein Like da, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann nächsten Tag immer wieder auf Twitch. Und dann geht's ab mit noch ein paar Videos. Bis dann. Ich bin immer raus. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.